So. Sonntag, gerade aufgewacht, von der Sonne geküsst, aufgewacht. Kommt mit, ich muss euch das zeigen. So schön. Heute Wäsche waschen. Nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. So. Stellen wir mal einmal auf Auto ISO, nachher gleich so überbelichtet. Frau ruft an. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Egal, mein Plan für heute. Nachdem es so schön ist, werde ich auf jeden Fall heute rausgehen. Ich muss mindestens noch einmal seine Wäsche waschen, die logischerweise nachher auch einräumen. Katzenklo muss wieder gemacht werden, Katzen sind schon gefüttert und beim iMac fehlt nur mir persönlich noch. Ich will die ganzen Fotos in bestmöglicher JPEG-Qualität noch einmal rauskopiert haben. Und ganz wichtig, seit Ewigkeiten habe ich nicht mehr FIFA gespielt. Braucht das jetzt nicht jeden Tag oder weiß ich nicht, 3-4 Stunden in der Woche, aber jetzt habe ich sicher schon seit 2 Wochen, 3 Wochen nicht mehr gespielt und meine Frau kommt heute auch wieder zurück. Wenn es da ist, im Wohnzimmer ist, dann will ich jetzt auch nicht unbedingt zocken, dann schaue ich mal lieber was an mit ihr. Also, bevor ich runtergehe, muss ich noch in iMac wieder raufholen. Eine wirklich bessere Lösung habe ich auch noch nicht gefunden, was ich an Speichermedien nehmen kann. Ich habe zwar auf Amazon durchforstet, aber wirklich was Sinnvolles, was ich mir auch leisten kann, habe ich nicht gefunden. Dafür was Erfreuliches. Das funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, warum die Blende so zu war. Das macht mir wirklich große Freude. Ich bin so begeistert von dem Ding. Tatsache ist einfach, er zickt so viel rum. Also ich habe wirklich viel Geld in den investiert. Apple, also ich habe es direkt auf Apple bestellt, haben wir ernsthafterweise, ich habe da 16 GB RAM reingehaut. Haben wir die haben mir, ich habe das direkt bei Apple bestellt, haben die mir 4x4 GB RAM-Karten reingehauen, Nachbau, keine Originalen von Apple, das waren alles Nachbau und das, obwohl ich ihn direkt von Apple bestellt habe. Lightroom öffnen, das ist einmal das Wichtigste. Und ich werde da gar nicht jetzt großartig aussortieren, ich werde da einfach alle nehmen und die als JPEG raushauen. Also ich tue jetzt doch noch nicht zocken, ich habe auch noch kurz das Katzenklo gemacht, das ist jetzt nicht so interessant, als dass ich euch da mitnehmen würde. Ich schaue mir jetzt auf Amazon so Boosted Boards an, weil die originalen Boosted Boards auf boostedboard.com sind mir eindeutig zu teuer. Da schaue ich jetzt, dass ich ein vernünftiges Board finde. Also ich glaube, ich habe es gefunden. Das Max E-Board, elektrisches Longboard mit 1200 Watt Motor, Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h in der Stunde und einer circa 20 km Reichweite. Das wird sich ausgehen, dass ich von Stockerau in die Arbeit, also vom Bahnhof in die Arbeit fahre, wieder zurück und wenn ich nachher den ganz langen Dienst hätte, dann auch noch von Sierndorf bis nach Höbersdorf und dann hätte ich noch immer Saft drinnen. Dann noch rausgehe, Holz holen, weil es ist kalt herin, weil die Heizung noch immer nicht funktioniert.
endlich komme ich zum Spiel. Mein Verein der Wahl, Real Madrid. In diesem Haushalt wird kein anderer Verein unterstützt. Und jetzt doch noch, Real Madrid mit dem Tor, ganz kurz vor der Pause. Das spielt Ihnen natürlich sowas von in die Karten, aber klasse, dass Sie hier bis Ende, bis kurz vor der Pause Gas geben. Ich finde das so geil, dass Sie die ganzen Sounds, was wirklich im Stadion abgeht, auch mit reingehört haben. Schaut mal, wer wieder zu Hause ist! Hallo. Erzähl den Leuten mal, was dir heute passiert ist. Mir ist heute Nacht der Schleimpfropf endlich abgegangen. Das heißt, unser Bub kann jeden Moment kommen und ich hoffe noch diese Woche.